Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Inselleben. Und in der letzten Folge hatte ich jetzt nochmal das Vergnügen, noch ein bisschen was an der Wohnung, in dem Wohnbereich der beiden frisch Vermählten rumzuwerkeln. Und der Hage ist auf jeden Fall noch fleißig am Angeln, aber du solltest vielleicht doch nach Hause kommen. So, das Baby, also sie ist auf jeden Fall im drittes Trimester ist erst in 16 Stunden. Ja, ist ja gut. Kannst du nicht einfach trainieren? Ah, warte mal. Willst du nicht mal ein bisschen nochmal singen üben? Was für ein Level hast du denn in Singen? Schon Stufe 4? Das heißt, du bist ja fast auf der letzten Stufe, ne? Was kann ich denn hier machen? Kann ich mir eigentlich... Ich würde gerne einen Job suchen. Da würde ich jetzt erstmal gucken, was ich da eigentlich... Ich bin ja egal. Schauspielerin eher nicht. Ich hätte jetzt gedacht, ich könnte vielleicht schon mal ein Lied oder irgendwie sowas. Weiß nicht, kann man sich eigentlich im Prinzip einen Dingsbums-Namen, Künstlernamen geben? Müsste ich mal danach gucken. Das mache ich doch mal gleich. Künstlername. Oder ging das nur in Sims 3? Ich habe echt keine Ahnung. Aber das wird es wahrscheinlich nicht sein, ne? Weil ich habe eigentlich gedacht, ich könnte dir dann auch einen Künstlernamen geben. Aber das ist ja anscheinend dann nicht drin, ne? 9 Song. Dann mach das mal. HD-Kamera. Und was können wir noch? Ringlampe. Medienproduktion. Schneller kann er der Meistermixer Musikstation der... Und das Streaming, bla bla bla. Man hört zwar nichts, aber egal. Eye of the Llama, genau. Was können wir denn da am besten mal machen? Moment mal.
Such das auf jeden Fall mal raus. Moment. Dim, dim, dim. Ja. Entschuldigung, wenn das hier jetzt so lange dauert, bis ich da mal ein Dings, aber ich musste gerade mal gucken. So. Oh mein Gott, kriege ich es jetzt irgendwann mal gebacken? Alter, ich verschwende total viel Zeit, ne? Dann nennen wir das jetzt mal Stupid. Stupid. Ich glaube, so wird das geschrieben, ne? Genau. Genau, das habe ich gemeint. Ja, genau. Fitnesstraining, Jogging. Okay, ja, du musst ja aufs Klo. Song veröffentlichen. Gut, der ist halt nur normal, aber egal. Hoppala, wo ist sie denn hin? Stupid Cupid, die Musik von Conchetta wurde auf den Simify-Service geladen, damit jeder sie hören kann. Hoffentlich kommt sie so gut an, dass ein Musiklabel darauf wird. Was? Maya macht eine Phase durch, ja. Sehr wurscht. Wieso ist sie denn? Muss doch nicht. Ja, das machst du aber jetzt auch sauber, ne? Hier blubbert so ein nebenbei. Dann kannst du gerne auch noch auf die Toilette und baden. Was ist denn bei dir los, ha? Mit Maya plaudern. Essenskoma. Okay, war das Essen wieder mal so gut? So, was machst du denn eigentlich so, ne? In einer Stunde musst du arbeiten. Sollen wir da vielleicht mit dir dann mal hingehen? Mal so einen Arbeitstag im Krankenhaus miterleben? Du musst ja sowieso, man muss ja sowieso mit ihm 2 Tage aktiv mal mit dabei gewesen sein.
Also wäre das ja die perfekte Gelegenheit, mit unserem lieben Tamati, Dr. Tamati, mitzugehen. Wir machen natürlich mit, ist doch klar. Wir haben ja nichts anderes zu tun. Und da gucken, was uns da erwartet. Klinische Orientierung. Willkommen, Tamati New, in einer aufregenden und lohnenden Karriere auf dem Gebiet der Medizin. Wenn man neu in dem Job ist, braucht man eine Weile, um sich mit den Örtlichkeiten, den anderen Sims und den Verantwortlichkeiten vertraut zu machen. Wenn Tamati seine Fähigkeiten einsetzt und sich mit Hingabe und Leidenschaft ans Werk macht, wird er es zweifellos weit bringen. So, wir sind aber jetzt erstmal Krankenhauspraktikant. Das heißt, Medizinforschung recherchieren, das ist, glaube ich, hier dann am Computer. Und dann könnten wir tatsächlich so ein paar Kollegen doch mal begrüßen. Davor können wir uns tatsächlich mal die Hände waschen. Wir waren ja an dem Computer. Und dann begrüßen wir doch mal die Meredith. So, und vielleicht auch die Lena. Da können wir uns auch freundlich vorstellen. So, haben wir denn hier schon ein Bett zu machen? Ja, hier ist ein Bett zu machen. Und da ist ein Bett zu machen und hier ist ein Bett zu machen. Und den Müll kann man eigentlich auch. Könntest du jetzt mal aufhören zu babbeln? So. Wo ist denn bitte eine Pfütze? Ah, hier hinten ist eine Pfütze. Ist das eine Schweißpfütze oder was? Du gehst natürlich zur Arbeit, meine Liebe. Du könntest eigentlich, kann ich dir Angeln auftragen? Aha. Dann mach Logik. Du machst am besten, keine Ahnung, Wellness. Wellness wäre doch gar nicht mal so schlecht. Was kannst du denn noch aufbauen? Vielleicht kochen. Okay, für dich kann ich jetzt gerade nichts. Dingsen. Wo ist denn noch ein Bett zu machen? Nirgendwo, ne? Die müssen alle. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, wenn wir die selber behandeln, weil wir sind ja gar kein Arzt in dem Sinne. Über Arbeit reden, ne? Über Arbeit reden. Du musst mir jetzt nicht alle Pfützen dingsen. Und dann, weil wir ja so schön dabei sind, beschweren wir uns auch gleich mal über die Arbeiten. Ne? Du hast ja nicht viel gemacht, aber schon richtig fleißig beschweren, ne? Und dann gehst du dir am besten nochmal die Hände waschen und kannst dir dann Kaffee nehmen. Ne? So, dann können wir doch auch gerade jemanden fragen, wie denn der Tag so war, ne? Nachtag fragen. Und nimm mal deinen Kaffee mit.
Kommt hier eigentlich noch irgendwie ein Arzt, der die vielleicht behandelt, damit die weggehen? So, jetzt müsstest du eigentlich theoretisch mal den Kaffee trinken. Kannst du einfach nur den Kaffee trinken? So, über die Arbeit reden. Wir haben ja nicht schon genug über die Arbeit geredet, aber das machen wir doch gerne nochmal. Über Arbeit reden. Und dann können wir uns noch einen Snack nehmen. Snack kaufen. Einen Sandwich werden wir uns dann mal nehmen. Ach ja. Das ist auch ein entspannter Arbeitstag. Essen, Kaffee trinken und mal so ein Bett machen, ne? Oder so drei Betten. Und die anderen Kollegen am besten auch von der Arbeit abhalten. Eigentlich solltest du sie irgendwie da ein bisschen... Der Arbeitstag von Tamati endet in einer Stunde, ja. Da müssen wir jetzt noch warten, bis die da mal fertig ist. So. Oh, du müsstest mal aufs Klo. Dann geh doch mal am besten aufs Klo. Dann kannst du dir die Hände waschen. Also in 8 Minuten kriegen wir das jetzt auch wieder nicht hin. Aber wir haben alles geschafft. Tamati hat heute fantastische Arbeit geleistet und das ist alles, was wichtig ist, ne? Ach ja. So, dann hätten wir zumindest den ersten Arbeitstag doch mit unserem Tamati gut überstanden. So, die Rechnung bezahlen und ich muss dringend mit dem Hage an den Briefkasten. Du gehst mal hier rein, bitte. Weil wir müssen ja auch noch das Bild hochladen. Ich hoffe, ich weiß noch, welches das war. Ey, hallo, das ist mein Computer. Und zwar möchte ich gerne... den hier, das ist es doch gewesen, ne? Das müsste es doch gewesen sein. Weil das war das Foto, was wir vor der Hochzeit gemacht haben. Ach Gottchen, unser lieber kleiner Garrus. So, dann gucken wir mal, was wir hier... Wow, 8000. Ja, dann machen wir den doch mit Stilbeeinflusser chatten. Das können wir gerne noch machen. Oh, wir haben ja einen neuen dazu gekriegt, den Joel Trikot. Ja, dann chatten wir doch mit dem neuen, mit dem Jules. Ein Feuer? Wo? Das ist sehr gut, dass du dich... Oh nein! Okay, gut. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Wer ist denn hier jetzt am nächsten? Wie wär's, wenn du vielleicht mal den Kleinen hier löschst? Komm so hier. Komm her, komm her. Emily, wo löscht ihr denn bitte?
Wo löscht ihr denn bitte? Ach, der ist nie wieder. Ah. Alter, das ist ein Abschluss. Ich mache hier einen Cut. Unserem lieben Leo geht es gut. Es geht allen gut. Und ja. Ihr seid von der Feuerwehr? Wahrscheinlich, ne? Okay. Wir sehen uns in einer neuen Folge und bis dahin sage ich Tschüss.